Das perfekte Streaming-Bundle mit nur drei Produkten in 2024. Ich zeige euch, was ihr braucht. Auch in 2024 wird sich der ein oder andere von euch für Streamen entscheiden. Und ihr könnt auch wirklich in 2024 überall hin streamen. Es gibt mittlerweile ziemlich viele Plattformen, die die Möglichkeit auch anbieten, Livestreams zu produzieren. Nicht nur Twitch, auch YouTube, TikTok, Facebook, Kick und unzählige mehr, die jetzt wahrscheinlich dieses Jahr noch aufploppen werden, sind Streaming-Plattformen. Und der eine oder andere möchte sich natürlich von euch versuchen. Was man aber braucht, ist nicht nur die Hardware, die sowieso Grundvoraussetzung ist, sondern auch Software. Ihr braucht meiner Meinung nach nur diese drei Softwarepakete, um euren Stream zu beginnen. Natürlich müsst ihr auch noch ein bisschen Gehirnschmalz mit rein investieren, aber auf meinem Kanal helfe ich euch natürlich. Es gibt diverse Videos zu den einzelnen Softwareprodukten, die ich euch gleich vorstelle. Und dort könnt ihr euch dann ein bisschen durchhangeln. Nichtsdestotrotz, für die Zukunft werden auch natürlich noch weitere Videos zu dieser Software gemacht, damit ihr euren Stream aufs nächste Level hieven könnt. Außerdem solltet ihr nicht vergessen, diesen Kanal hier zu abonnieren, damit ihr auch diese Videos, die ich zukünftig produziere, nicht verpasst. Glocke aktivieren, dann werdet ihr benachrichtigt. Fangen wir doch jetzt gleich mit der ersten Software an. Natürlich benötigt ihr für einen Stream eine Software, die euch die Möglichkeit gibt, alles, was ihr dort zeigen wollt, auch zu den Plattformen hinzuschicken. Sprich, eine Software, die alles verarbeitet, was ihr an Bildmaterial zur Verfügung habt. Dazu gibt es diverse Sachen wie XSplit oder Twitch Studio oder Streamlabs. Aber ich schwöre auf OBS Studio. Nicht nur, weil es kostenlos ist, sondern weil es auch unzählige Plugins dafür gibt, die kostenlos produziert werden von diversen Programmierern. Und diese Plugins haben es in sich. Aber nicht nur die Plugins sind ein Highlight für die OBS Studio. Es ist ein super stabiles Programm, das regelmäßig gewartet und geupdatet wird und mit zusätzlichen Features ausgestattet. Und die Herrschaften von OBS Studio wollen nicht einen Cent dafür. Auf obsproject.com findet ihr tatsächlich dann schon die Software zum Runterladen. Hier gibt es diverse Möglichkeiten, einmal für Windows, macOS und Linux. Diese Betriebssysteme werden unterstützt und das sind alles Installer. Das kennt ihr auch von euren Spielen oder anderen Programmen. Ich selber nutze OBS Studio als portable Version, sprich eine ohne Installation. OBS wird dazu in einem eigenständigen Ordner gelegt und dieser Ordner ist dann nutzbar auch auf anderen PCs, indem ihr das Ganze auf einen USB-Stick oder auf eine externe Festplatte schmeißt und könnt somit euer OBS Studio immer mitnehmen. Wenn ihr den Installer dafür verwendet, dann leider nicht. Aber hier könnt ihr dann ganz normal über Windows, macOS oder Linux installieren, je nachdem, was ihr da gerade an Betriebssystemen nutzt. Ich nutze, wie gesagt, OBS Portable. Das findet ihr nicht auf der Startseite, sondern hier einfach auf Herunterladen klicken. Und hier habt ihr dann die Version als ZIP. Die könnt ihr dann hier einfach runterladen, entpacken und das OBS ist auch schon da. Nachdem ihr zum Beispiel die OBS Portable Variante runtergeladen habt, kriegt ihr dann einen Ordner, der sich OBS Studio 30.0.2 schimpft. Das ist die aktuellste Version von OBS und dort drin enthalten ist eine Bin, eine Data und OBS Plugin Ordner. Damit ihr jetzt aber OBS daraus starten könnt, müsstet ihr nur aus der Bin-Datei unter 64-Bit die Exe-Datei suchen und euch einfach eine Verknüpfung erstellen. Die könnt ihr natürlich irgendwie auf den Desktop schieben. Verknüpfung erstellt. Und dann könnt ihr OBS auch schon starten und das machen wir jetzt auch. Wenn ihr nun das erste Mal OBS startet, bekommt ihr dieses Fenster. Dort könnt ihr euren Stream direkt schon einrichten, für den Stream optimieren oder für die Aufnahme optimieren. Ihr könnt das alles hier machen. Was ich immer mache, ist hier einmal auf Abbrechen gehen, weil ich den Stream mir selber einstellen will. Und jetzt kommt es natürlich auch noch darauf an, welche Hardware ihr nutzt, sei es Audio-Hardware oder PC-Hardware. Dort müsst ihr dann diverse Einstellungen vornehmen. Die könnt ihr dann hier einfach unter Einstellungen vornehmen. Und hier könnt ihr euren Stream dann mit Twitch verbinden, mit YouTube, mit Facebook, mit Twitter oder benutzerdefinierten Sachen wie Kick, TikTok etc. pp. Bei TikTok gibt es eine kleine Ausnahme. TikTok braucht ihr einen Stream-Key, den bekommt nicht jeder oder mittlerweile gar keiner. Aber es gibt diverse Möglichkeiten, trotzdem auf TikTok per OBS zu streamen. Das findet ihr aber dann demnächst hier bei mir auf meinem Kanal. Ihr könnt hier also nun euren Twitch-Account verbinden und einfach den Anweisungen folgen. In der Ausgabe könnt ihr dann noch diverse Sachen einstellen. Ich würde euch das Ganze hier bei Ausgabemodus auf Erweitert stellen. Und dort könnt ihr dann die Bitrate auswählen, die Qualitätsregulierung, je nach Hardware-Encoder. Wenn ihr jetzt einen Hardware-Encoder habt wie Nvidia, also sprich eine Nvidia-Grafikkarte, bekommt ihr Nvidia hier dargestellt, eine AMD-Grafikkarte, AMD. Oder wenn ihr mit weder der einen noch der anderen Grafikkarte streamt, dann könnt ihr auch mit dem CPU-Encoder arbeiten. Diese ganzen Einstellmöglichkeiten, die es hier gibt, werde ich euch jetzt nicht im Einzelnen ausklamüsern. Dazu gibt es ein weiteres Video von mir. Oder sucht euch das eine oder andere Tutorial auf YouTube. Das gleiche gilt auch für Audio. Wäre je nach Audio-Hardware dann einzustellen. In der Basis gibt es hier einmal die Standardversion für Desktop-Audio, damit ihr den Sound von eurem Desktop auch im Stream habt, den ihr selber hört.
und Mikrofon steht bei mir auch auf Standard. Habt ihr aber separate Sachen, solltet ihr die natürlich auch wählen. Unter Video könnt ihr auch noch eure Basisleinwand schaffen. Die Basisleinwand ist das schwarze Element hier in der Mitte. Da findet euer Stream ja auch statt. Aber wie gesagt, um da tiefer reinzugehen in die Materie, solltet ihr euch andere Tutorials angucken oder das eine oder andere Video bei mir in der Playlist. Als nächstes und einer der wichtigsten Zusatzsoftwarepakete ist ein Plugin-Installer. Es gibt einen Plugin-Installer, den ein YouTuber, und zwar Andy Lippi, in die Wege geleitet hat bzw. programmieren hat lassen mit einem diversen Programmierteam zusammen. Und das Ganze nennt sich StreamUp OBS Studio Plugin. Was das alles so beinhaltet, zeige ich euch jetzt und wo man es natürlich auch findet. Dazu geht ihr auf die Webseite streamup.tipps. Und hier werden ziemlich viele Tipps dargestellt. Es gibt das eine oder andere an Zusatzprodukten, die ihr euch installieren könnt. Aber das Hauptprodukt, was wirklich cool ist und auch kostenlos, ist das OBS-Plugin StreamUp OBS Studio Plugin. So heißt das halt nun mal. Und das könnt ihr euch runterladen. Das ist eine Software, die ihr jetzt installieren könnt, wo eine Vielzahl an wichtigsten Plugins und Filtern und anderen diversen Dinge für euren OBS-Stream bzw. für euer OBS-Studio zur Verfügung gestellt wird, ohne dass ihr die einzeln suchen müsst. Dazu geht ihr hier einfach auf Free Download und dort könnt ihr dann einmal ja, was donaten, wenn ihr wollt, oder einfach auf 0, wenn ihr nichts donaten möchtet, dann geht ihr auf Get Now. Sobald ihr das getan habt, bekommt ihr dann die Möglichkeit, eine E-Mail-Adresse einzugeben und euren Nickname. Dann könnt ihr das Ganze hier checkouten und dann müsst ihr natürlich noch einen kleinen Account hier einrichten mit E-Mail-Adresse, Benutzername und Passwort und habt dann Zugriff auf dieses Tool. Dieses Tool ist nicht nur cool dafür, dass ihr alles installiert. Das Tool ist auch noch dafür da, alle installierten Plugins immer mal wieder zu updaten. Ihr bekommt also dann eine Info in eurem OBS, wenn ihr startet, wenn ein Plugin veraltet ist und ladet euch dementsprechend das saubere Plugin, das neue, das frische, das geupdatete wieder runter und installiert das in die passenden Ordner. Eigentlich ziemlich easy, aber so seid ihr immer auf dem neuesten Stand und vermeidet dadurch die Fehler, die entstehen können in OBS, wenn ihr streamt. Denn mir ist das auch schon passiert, dass das eine oder andere Mal der Stream abgebrochen ist, weil ein Plugin nicht geupdatet wurde. Nachdem ihr das Ganze also nun runtergeladen habt, bekommt ihr hier den StreamUp Plugin Installer in der Version 1.4. Dort klickt ihr einmal rein und bekommt dann hier eine BAT-Datei. Diese BAT-Datei nimmt ihr euch einfach, beziehungsweise einfach diesen ganzen Ordner, kopiert das, die ganzen Dateien, und legt die in euer OBS Studio Ordner mit rein. Falls ihr nicht OBS Portable habt, sondern die installierte Version, dann müsst ihr natürlich den Ordner suchen, der meistens unter Programme zu finden ist. Der nennt sich dann einfach OBS Studio. Ich kopiere das jetzt hier einfach rein und gehe hier auf den Plugin Installer. Und nachdem ich das gemacht habe, bekomme ich hier die Kommandozeile von Windows und dann könnt ihr hier sagen, nicht ausführen, einmal ausführen, anhalten oder Standard. Hier geht ihr dann einmal mit M auf einmal ausführen, dann lädt er alles runter. Und sobald alles runtergeladen ist, erscheint hier auch ein Ordner, der sich OBS Studio schimpft. Hier in dem Fall könnt ihr diesen OBS Studio Ordner einfach kopieren, wenn ihr das in Windows installiert habt, OBS, und dort einfach gegen das andere ersetzen. Was ich mache, ist einfach, ich gehe hier rein, nehme diese beiden Dateien, kopiere sie mir und lege sie hier einfach vorne rein und ersetze dann dementsprechend hier die Dateien, die mir noch fehlen. Und dann starte ich OBS neu. Habe ich OBS neu gestartet, schaue ich hier mal rein und sehe, ja, nicht wirklich viel. Da seht ihr erst, wenn ihr hier mal auf Werkzeuge geht. Und da seht ihr StreamUp. StreamUp wurde installiert und hier kann man natürlich gucken, was euch noch fehlt, Updates machen und so weiter und so weiter. Und tatsächlich wird die Magic erst in den Filtern angezeigt. Hier zum Beispiel, wenn ihr auf der Szene rechte Maustaste und auf Filter geht und dann hier auf Plus, habt ihr eine super große Anzahl an Filtern. Diverse Filter, die ich auch schon in mehreren Videos benutzt habe, wie zum Beispiel die Move Transition oder das Move Value. Auch User Defined Shader, ein sehr witziger Filter mit ziemlich vielen coolen Funktionen. Dazu das eine oder andere Video auch in Zukunft. Und das dritte Produkt, was ihr noch benötigt, ist natürlich eine Art Bot. Es gibt nun mal verschiedene Bots, die euch unterstützen beim Stream, indem die halt diverse Nachrichten in den Chat posten oder euch vor Phishing und anderen Sachen fernhalten, als auch lustige Spiele oder ein React auf ein Hallo oder. Es gibt so viele Möglichkeiten, was ein Bot halt alles kann.
und der umfangreichste Bot und schon in 2023 mein liebster Bot ist der Streamer-Bot. Und den gibt es in der neuesten Version 0.2.2 viel, viel umfangreicher, etwas komplexer als andere Bots, aber da leite ich euch natürlich auch durch. Heute machen wir aber nur die Installation und wo man es herbekommt. Ihr geht dazu auf streamer.bot und auf dieser Seite findet ihr zwei Optionen. Einmal streamer.bot in der Version 0.2.2 und einmal den Speakerbot. Der macht Text-to-Speech für einen Stream. Das behandeln wir mal in einem anderen Stream. Das ist für mich nicht die wichtigste Software, um den Stream zu starten, sondern der Streamerbot. Wenn ihr den Streamerbot hier runterlädt, dann ganz einfach. Ihr klickt hier drauf. Und es beginnt schon zu laden. Es ist dann am Ende eine ZIP-Datei und diese ZIP-Datei müsst ihr dann nur entpacken. Nachdem ihr die ZIP-Datei entpackt habt, bekommt ihr hier den Ordner streamer.bot in Version 2.2. Ich habe das jetzt hier ein bisschen abgekürzt. Und wenn ihr dort reingeht, bekommt ihr ganz, ganz viele Dateien, mit denen ihr erstmal nichts anfangen könnt. Ihr sucht euch natürlich die Exe und die startet ihr. Und sobald ihr den Streamerbot hier gestartet habt, bekommt ihr ein Fenster, was Windows 95 ein bisschen gleicht. Mit einer kleinen Info, die wir nicht benötigen. Aber das ist nun mal der Streamerbot. Und der ist jetzt leer und wirkt etwas komplizierter. Aber wie gesagt, ich helfe euch durch den Prozess. Tatsächlich gibt es das eine oder andere Video, das ich unten in der Videobeschreibung verlinke, wo ihr mit dem Streamerbot zumindest schon mal die Anmeldung machen könnt. Ihr seht jetzt hier diverse Sachen, wie zum Beispiel Viewers, Action, Action Queue, Comments, Platforms und so weiter und so weiter. Das erkläre ich euch im Einzelnen in dem Video, was ich euch beschrieben habe. Wichtig ist hierbei nur, dass ihr die Installationsprozesse mit OBS verknüpft. Dazu müsst ihr in OBS Folgendes tun. Das zeige ich euch jetzt noch. Ihr geht in OBS rein und müsst euch hier unter Werkzeuge und dann unter WebSocket Server Einstellungen den WebSocket Server aktivieren. Das müsst ihr einmal tun. Dann könnt ihr hier noch ein Passwort generieren. Ich mache jetzt einfach irgendwas und übernehmen. Habt ihr das getan? Sagt ihr hier einmal auf Zulassen. Geht auf OK. Und jetzt ist WebSocket aktiviert. Und jetzt müsst ihr den Streamerbot nur noch mit dem WebSocket verknüpfen. Das macht ihr dann hier einmal unter Stream Apps. Dort seht ihr OBS, Streamlabs und Polypop. Polypop auch übrigens eine Software, mit der man streamen kann, aber nicht muss. Wie gesagt, wir nutzen OBS. Hier einfach mit der rechten Maustaste rein, auf Add gehen. Und jetzt haben wir ja die Version 5 angewählt. Das seht ihr hier am Port 4455. Dazu gibt es noch das Passwort. Dann könnt ihr euch noch einen Namen setzen. Ich nenne das Ganze OBS 5 und setzt hier bitte Reconnect und Disconnect und Autoconnect und Startup und das Ganze auf 5 Sekunden, damit, wenn irgendwas passiert, er sofort wieder reconnected und der Bot halt weiter funktioniert. Dann geht ihr auf OK, könnt das Ganze jetzt hier einmal direkt connecten und wenn ihr das richtig gemacht habt mit dem Passwort und unter OBS, dann bekommt ihr hier den Connect. Nun ist Streamerbot mit OBS verbunden und das nächste, was ihr natürlich braucht, ist die Integration mit Twitch oder YouTube. Alle anderen Plattformen wie TikTok oder Instagram nutzen den Bot nicht. Da gibt es aber Workarounds für. Ich beziehe mich jetzt hier bei dem Bot wirklich explizit auf Twitch und YouTube. Unter Platforms findet ihr dann Twitch und YouTube. Und ihr könnt hier dann unter Accounts euren Twitch-Account verbinden, indem ihr hier einfach auf Login geht. Und wenn ihr noch einen weiteren Account habt für den Bot, den ich euch empfehlen würde, damit der Account einfach auch einen anderen Namen hat und man das unterscheiden kann, könnt ihr die beiden Accounts hier einloggen. Das gleiche gilt übrigens auch für YouTube. Wenn ihr die Terms hier einmal agreed, könnt ihr dann unter Account einmal den Broadcaster-Account von YouTube nutzen und natürlich auch ein Bot-Account. Damit das Ganze hier auch mächtig wird, brauchen wir ganz, ganz viele Aktionen. Ja, die Aktionen führen dann diverse Animationen zum Beispiel im Stream aus oder Meldungen für den Chat oder. Wirklich viele, viele coole Sachen. Halt, ich habe noch was vergessen. Ich habe noch ein Bonusprogramm für euch. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass diverse Leute ja auf anderen Plattformen noch streamen wollen, wie zum Beispiel TikTok oder Instagram oder Facebook. Die bieten natürlich Hochkantformat-Streams an, also Formate, die sehr, sehr beliebt sind und auch in 2024 wahrscheinlich deutlich beliebter werden, also Short-Form-Content. Und das natürlich auch als live. Dazu gibt es ein zusätzliches Plugin für OBS, das ich euch jetzt noch vorstelle, von der Firma Atom. Das Ganze wurde mit einem sehr bekannten amerikanischen Streamer entwickelt und das bringt euch Shortform-Höhe zusätzlich in OBS, damit ihr zum Beispiel zwei Streams nebeneinander laufen habt, eine vielleicht auf TikTok und parallel auf einem normalformatigen Kanal wie YouTube oder Twitch. Und Atom ist ein wirklich tolles Tool, was es kostenlos gibt. Und wo das Ganze, zeige ich euch jetzt noch schnell. Auf der Seite atom.tv und dazu noch sei gesagt,
habe ich alles für euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Findet ihr den kostenlosen Download für OBS ab der Version 29. Wir haben ja OBS 30. Hier geht ihr dann einfach auf Download und dann könnt ihr euch das Ganze für Windows, Mac oder für Linux runterladen. In dem Fall für Windows. Nachdem ihr das Ganze runtergeladen habt, startet ihr dann die Installation oder den Installationsprozess und guckt je nachdem, was ihr dann tatsächlich auch habt. Habt ihr OBS in der Portable-Variante, dann sucht euch den Ordner, wo es gerade drin ist, einmal dorthin installieren und die Sache ist gegessen. Oder habt ihr die installierte Variante, dann seht ihr auch gleich, wo die Reise hingehen soll. In meinem Fall ist das die portable Version, die ich mir auf den Desktop gelegt habe. Drück OK und Feuer ab. Let's go. Nachdem ihr das getan habt, könnt ihr nun eure OBS starten. Und wenn ihr OBS gestartet habt, seht ihr auch gleich schon die neuen Möglichkeiten unter den Docs. Ihr habt ja einmal vertikale Quellen, vertikale Szenen und Szenenübergänge. Die seht ihr jetzt hier bei mir ein bisschen verschachtelt. Ihr habt dann einmal den Bereich, wo eure Szenen mit integriert sind, eure Quellen und eure Überblendungseffekte. Die packe ich jetzt einmal so zusammen. Und dann natürlich noch ein Canvas in dem passenden Format, wo ihr auch noch diverse Einstellungen für einen separaten Stream führen könnt. Ihr habt also nun die Möglichkeit, zwei Streams in einer Software zu starten und diese Streams dann auch dementsprechend auf die passenden Plattformen zu verteilen. Absolut fantastisch. Das ist Bonus-Software, weil nicht jeder Hochformat-Streams machen wird. Meines Erachtens nach die drei wichtigsten Pakete: OBS als Basis-Software, damit ihr überhaupt streamen könnt. StreamUp Plugin-Installer, damit ihr alles Mögliche an coolen Features noch nutzen könnt. Diverse Effekte und, und. Und StreamerBot als Bot, den ihr natürlich noch füttern müsst, der nicht einfach ist, aber es gibt wirklich viele coole Tutorials schon auf YouTube, wenn ich nicht sogar selber welche dafür habe. Und der Bonustipp, Atium, das ist für Leute, die wirklich im Hochkantformat streamen wollen, wie zum Beispiel auf Plattformen wie Instagram oder TikTok. Das könnt ihr auch noch nutzen. Oder für parallele Shortform-Content-Produktion, die ihr zu eurem Basisstream machen wollt. Denn man produziert ja nun mal mittlerweile Content und Shorts, also wie YouTube-Shorts oder TikTok, ist ja super beliebt und steigert eure Reichweite, wenn ihr natürlich coolen Content habt. Hat euch das Video gefallen und wollt ihr mehr? Dann lasst doch einen Daumen nach oben da und abonniert gerne den Kanal. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres Video mehr von mir verpasst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Haut rein.